Stuttgart. Bei schönem Motorradwetter sind am Sonntagnachmittag, den 4. Juli 2021, tausende Biker auf dem Cannstatter Wasen zusammengekommen, um gegen Wochenendfahrverbote und Streckensperrungen zu demonstrieren. Die Biker und Bikerinnen wenden sich gegen eine Initiative des Bundesrats, die eine Verringerung von Motorradlärm zum Ziel hat. Eine Regelung wie ein Fahrverbot am Wochenende komme einem Eingriff in ihre Grundrechte gleich, so die Meinung der Biker auf dem Cannstatter Wasen. Es wird von den Demonstrierenden eine Gleichbehandlung aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer gefordert. Auch manche Autos seien sehr laut. Zu dieser Protestaktion aufgerufen hatte dazu der Veranstalter Ride for Free 2021. Mit einer Sternfahrt sind die Motorradfahrer und Motorradfahrerinnen aus Ludwigsburg, Leonberg, Filderstadt, Wernau und Weinstadt nach Stuttgart gekommen. Zu der circa einstündigen Kundgebung seien 750 Teilnehmer angemeldet gewesen. Laut Medienberichten seien 5.000 bis 10.000 Personen erwartet worden. Vor einem Jahr hatte der Bundesrat der Bundesregierung Wochenendfahrverbote für Motorräder in stark von Motorradlärm geplagten Gemeinden nahegelegt. Auch in München und Leipzig haben Motorradfahrer am Sonntag demonstriert. Im Mai fand ein ähnliches Treffen in Nürnberg statt.